Hallo, herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Ja, es ist an allen Ecken und Enden zu spüren. Der Landtagswahlkampf bei uns in Bayern nimmt langsam Fahrt auf. Zur Wahlkampfstrategie eines Kandidaten, egal welcher politischer Ebene, gehört nicht nur die klassische Mediaplanung, sondern es gehört auch viel Übung bei öffentlichen Auftritten dazu. Der Druck auf den Kandidaten steigt, wenn auf einmal Kameras vor Ort sind. Blickt man in TV-Kameras mit Mikro und Licht, gerät so mancher Politprofi auch ins Schwitzen. Aber der Druck erhöht sich auch schon, wenn man einen Aufsager mit dem Smartphone machen muss. Wer das kennt, für den habe ich Abhilfe gefunden in Form dieses wunderbaren kleinen Buches und plötzlich sind da Kameras von Maximilian von Rosseck. Ich kenne Maximilian von Rosseck aus dem Presseclub München seit Jahren und ich kenne ihn als seriösen, kompetenten Journalistenkollegen absolut empfehlenswert. Bücher dieser Art gibt es natürlich viele, aber dennoch möchte ich gerade dieses Buch meines Kollegen empfehlen, denn von Rosseck weiß, wovon er schreibt. Er ist seit Jahren erfahrener Programmleiter von TV Bayern Live und Videojournalist durch und durch. Dieses Büchlein erklärt auf lockere Weise mit vielen Beispielen, wie sich der Kandidat oder der Amtsinhaber in der Öffentlichkeit von seiner besten Seite präsentieren kann. Sei es im großen Fernsehen oder auch im kleinen Social Media. Von Rosseck weiß genau, ein guter Auftritt ist oft viel mehr wert und manchmal sogar viel zielführender in der Politik als ein großartiges Wahlprogramm. Damit ist das Buch und plötzlich sind da Kameras eine wertvolle Hilfestellung für alle Neupolitiker und auch für alte Hasen, welche die Ambition haben, sich selbst im besten Licht der Welt darzustellen. Aber es eignet sich natürlich auch für alle Personen und Berufsgruppen und Medieninteressierte, irgendwas mit Medien, denn unser Wirken vor der Kamera können und müssen wir alle erst erlernen. Auch den Profis empfehle ich einen Blick in das Buch, wenn Reflexion gewünscht ist. Also, einfach mal reinschauen. Herzlichen Dank und wenn es euch gefallen hat, abonnieren, Glocke und gebt mir ein Like. Ich danke.